Meine Damen und Herren, Sie hören gleich die Arie der Valentine aus dem vierten Akt der Grande Opera Les Huguenots von Giacomo Meyerbeer. Allein gelassen im Haus ihres Vaters gibt Valentine ihrer Verzweiflung Ausdruck. Sie ist mit einem Mann verheiratet worden, den sie nicht liebt. In ihrem Herzen aber, da nistet ein anderer, Raoul, der junge Hugenotte. Sie weiß genau, auch wenn sie versucht, nicht in seine Nähe zu kommen, ist das doch zwecklos, weil sie ihn nicht aus ihrem Herzen reißen kann. Im vierten Akt der Hugenotten, dem berühmtesten Akt dieser großen Oper, steht diese Arie ganz zu Anfang. Sie ist ein Stück extremster Intimität und Einsamkeit. Was Meyerbeer im Verlaufe dieses Aktes macht, ist ganz fantastisch, weil er steigert von Nummer zu Nummer, von Auftritt zu Auftritt die Spannung der Oper bis hin zum finalen Losbrechen des Sturms, des großen Massakers der französischen Katholiken an ihren hugenottischen Landsleuten. Sie hören Hulka Sabirova, die usbekische Sopranistin, die der deutschen Oper seit 2009 eng verbunden ist, erst als Ensemblemitglied und seither als Gast. Sie hat hier Partien wie Lucia di Lammermoor oder auch die Rosalinde in der Fledermaus gesungen. Ein anderes Beispiel wäre die Madama Cortese in Rossinis Il Viaggio a Reims. Die Partie der Valentine hätte Hulka Sabirova auch in der Neuinszenierung der Huguenots in Dresden singen sollen. Dazu kam es bislang leider nicht. Stattdessen erleben Sie hier Hulka Sabirova mit Valentins großer Arie. Am Klavier begleitet von John Parr, dem musikalischen Headcoach der Deutschen Oper Berlin.